Frau Tsipras, die Bundesregierung forciert sehr stark die Digitalisierung. Es gibt die digitale Agenda, eine digitale Strategie 2025. Was sind die Eckpunkte und welche Ziele verfolgt die Bundesregierung damit? Die digitale Agenda, Herr Bayer, wird von allen Ministerien umgesetzt. Jedes Haus hat seine Projekte. Wir haben drei federführende Ministerien. Das ist das Verkehrsministerium, das Bundesinnenministerium und das Wirtschaftsministerium. Das Verkehrsministerium muss vor allen Dingen die digitale Infrastruktur schaffen. Wir wollen 50 Mbit für jeden am Ende nächsten Jahres. Das ist die Aufgabe für Herrn Dobrindt. Der Bundesinnenminister kümmert sich um die Themen Sicherheit bei Anwendungen, nicht nur in der Verwaltung, sondern das BSI hilft auch kleinen und mittleren Unternehmen zum Beispiel für die Sicherheit. Und wir zertifizieren Cloud-Dienste und vieles andere. Mehr. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat den Fokus vor allen Dingen auf die kleinen und mittleren Unternehmen und auf die Start-ups, damit die Start-ups möglichst den großen Etablierten helfen, auf neue Ideen zu kommen. Was wir machen, ist für die KMU vor allen Dingen eine Informationskampagne, die sehr breit angelegt ist und vorsieht, dass 10 Kompetenzzentren in ganz Deutschland da sind, wo kleine und mittlere Unternehmen hingehen können, um sich zu informieren, was heißt das ganz konkret in der Anwendung für mein Unternehmen. Davon sind 5 bereits am Start, die anderen 5 machen wir noch dieses Jahr. Und wir haben auch für das Handwerk ein extra Kompetenzzentrum aufgelegt. Das haben wir allerdings im 4. Schaufenster über ganz Deutschland verteilt, wo auch die Handwerker sich informieren können, was heißt das für meinen Betrieb. Denn natürlich ist das Handwerk genauso von der Digitalisierung betroffen wie jeder andere Wirtschaftsbetrieb in Deutschland auch. Das sind sehr viele Facetten, die auch viele, ja, Gremien, Ministerien braucht eine andere Facette, greift weiter aus, das europäische Bild. EU-Kommissar Herr Günther Oettinger treibt sehr stark die Idee, die Vision eines digitalen europäischen Binnenmarktes. Inwieweit hat diese Idee durch den Brexit, der ja in den vergangenen Tagen hier für viel Furore gesorgt hat, hier einen Rückschlag erlitten? Das können wir im Moment noch gar nicht sagen. Wir hoffen natürlich, dass unsere Beziehungen mit den Briten gut bleiben und dass der Handel weiter floriert. Und dafür wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Briten dann auch das, was wir auf europäischer Ebene vereinbart haben, übernehmen würden. Wir haben ja dankenswerterweise jetzt die EU-Datenschutz-Grundverordnung umgesetzt. Damit haben wir ein Level Playing Field für Europa. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung für den E-Commerce. Viele Branchen sind von der Digitalisierung betroffen, Prozesse müssen hinterfragt werden, es kommen neue Geschäftsideen auf. Inwieweit betrifft die Digitalisierung auch die Politik bzw. die politischen Prozesse? Beschäftigen Sie sich auch direkt damit? Soweit ich weiß, haben wir noch keine Software, die uns hilft, politische Prozesse abzubilden und zu strukturieren. Wir haben allerdings schon in meiner Zeit als Bundesjustizministerin ein solches Projekt bei der Gesetzgebung gemacht. Und das hat sehr geholfen. Also eine Software, die uns geleitet hat, wenn ihr diese Entscheidung fällt, dann könnt ihr dann entweder diese oder jene Entscheidung fällen. Und das hat zu einem sehr guten Gesetz geführt. Vielleicht wäre es nicht schlecht, sowas auch mal für den politischen Prozess zu entwickeln. Vielen Dank, Frau Tsipras. Thank you.